Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir befinden uns im Jahre 2009, also eine kleine Vergangenheitsreise. Und es ist auch mal wieder Zeit für ein Top 10 Video aus einem bestimmten Jahr. Deswegen habe ich gedacht, das machen wir jetzt auf jeden Fall mal. Dieses Jahr 2009 hat natürlich einige wirklich sensationelle Sets hervorgebracht. Und für mich persönlich war es auch ein besonderes Jahr, weil ich meine Ausbildung damals angefangen habe. Also nicht die aktuelle Ausbildung, ich mache nicht seit 20 Jahren bald eine Ausbildung, sondern meine allererste Ausbildung. Aber ihr könnt ja auf jeden Fall schon mal reinschreiben, was besonders war für euch 2009, was euch da vielleicht irgendwie ja, über den Weg gelaufen ist, was ein besonderes Ereignis oder Erlebnis war. Und gerne natürlich auch später, was eure favorisierten Sets sind. Dann natürlich wie immer der Aufruf, gerne das Video liken, gerne ein Abo dalassen, um solche Videos nicht zu verpassen. Und ihr könnt natürlich auch gerne meine alten Top 10 Videos angucken, wenn ihr da Interesse dran habt. Und an sich würde ich sagen, können wir dann starten. Und auf Platz 10 haben wir etwas wirklich Cooles, wie ich finde, nämlich der Start der Vintage Minifigur Collection. Das waren so 5 Minifiguren, die in so einem Pack drin waren und aus verschiedenen Jahreszahlen oder aus verschiedenen Jahrgängen. Es gab da auch tatsächlich 3 verschiedene von im Jahre 2009 und es gab dann später nochmal 2 im Jahre 2010. Und ich finde die Idee natürlich absolut genial, dass man irgendwelche Figuren damals hatte, in den 70ern, 80ern, die man dann nochmal neu auflegt, die man dann irgendwie nochmal quasi so als Sammler bekommt, wenn man entweder damals mit den Figuren aufgewachsen ist oder heutzutage keine Chance mehr so richtig hat, an die Figuren ranzukommen. Finde ich persönlich eine geniale Idee. Natürlich gibt es dann wahrscheinlich Leute, die sagen, oh, das mindert ja irgendwie den Wert von den Figuren, die ich habe oder so. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir, glaube ich, selten bis nie irgendwas gekauft, weil es einfach wertvoll ist, sondern einfach, weil ich es mag. Also das ist, deswegen finde ich das immer so ein bisschen mit diesem Werterhalt oder mit der Wertsteigerung. Klar, das ist nett, sage ich mal, dass das ganze Zeug, was man hat, vielleicht dann später nochmal was wert ist, wenn man kein Interesse mehr an Lego hat. Aber es sollte nicht im Vordergrund stehen. Also ich finde das persönlich eine richtig coole Idee, wenn man so ältere Figuren regelmäßig wieder auflegen würde. Aber ich glaube, das wird in Zukunft wohl eher nicht passieren. Trotzdem eine super coole Idee für 2009 und deswegen verdient er Platz 10. Auf Platz 9 sind wir in Lego City angekommen. Und zwar nicht irgendeine City, sondern auf dem Bauernhof. Und bei diesen Rankings sind es ja normalerweise Sets, die ich immer ganz gerne mag und die vielleicht auch irgendwie ein bisschen ikonisch sind, auch für die Zeit. Und ich kann sagen, hier werden einige City-Sets vorkommen, gerade wenn man das vergleicht mit den City-Sachen, die wir die letzten Jahre bekommen haben. Zurück zum Bauernhof. Ich finde, dass dieser Bauernhof halt absolut genial ist. Also wir haben natürlich dieses Set, was ich euch auch vorgestellt habe, dieses 4-Plus-Set gehabt. Aber das war natürlich auch eher so eine kleine Kulisse, auch für Kinder zum Spielen. Ich mag das Set auf jeden Fall. Aber wenn wir uns dieses Set hier angucken mit einem vernünftigen Traktor, mit so einem Silo, mit vor allen Dingen auch 2 von den Kühen mit drin, diese schwarz-weißen Kühe, die es danach, soweit ich weiß, gar nicht mehr gab. Es gab dann ja noch diese braunen und dann diese Nougatfarbenen. Finde ich einfach genial. Also gerade so Bauernhof, ja, ich weiß, da gibt es immer wieder heikle Themen hier mit der Peter und sonst irgendwas. Also es ist ein Spielthema. Kinder mögen gerne Tiere. Kinder fahren vielleicht auch gerne mal auf den Bauernhof und gucken sich das alles an. Deswegen würde ich sagen, das kann man ruhig öfters auch bei Lego bringen. Auch so ein richtiger Bauernhof, vielleicht für 100 Euro, dann wirklich mit vielen Gebäuden oder von mir aus auch Gebäudefassaden, viele coole Tiere. Finde ich, hat 2009 auf jeden Fall sehr gut gemacht. Vom Bauernhof geht's in die Stadt zur Werkstatt, denn ein Traktor muss ja irgendwann auch vielleicht mal zur Inspektion und repariert werden. Und ich finde, die 7642 ist eine der großartigsten Werkstätten, die es jemals überhaupt bei Lego gegeben hat. Ich finde, das ist ein fantastisches Set, gerade mit diesem, ich glaube, ein Schwerlastabschlepp LKW-Transporter ist das, der dann halt auch LKWs abschleppen kann. Das sieht man ja ab und zu auch mal irgendwie auf der Straße oder so. Deswegen, ich finde tatsächlich, da kann man wenig bis gar nichts falsch machen. Natürlich ist es alles ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, so ein bisschen
einfacher gemacht, es ist nicht alles ausgefliest, es ist nicht alles komplett designt oder sonst irgendwas. Aber an sich finde ich tatsächlich, dass es sowas auch wieder bräuchte. Wir haben das meistens jetzt nur noch in Anführungszeichen bei 4 Plus, aber 4 Plus ist natürlich auch ein Thema, was für Kinder meistens halt interessant ist. Ich finde das ganz cool, gerade mit dem Rolltor und sowas, was man bei der Feuerwehr hatte, auch öfters noch. Und ja, ich bin eigentlich von diesem Set relativ begeistert. Auf Platz 7 bleiben wir tatsächlich noch bei City. Und es ist ein bisschen überraschend, drei City-Sets hintereinander in einem Ranking zu sehen, was nichts mit City eigentlich zu tun hat. Wir sind bei der 7641. Das ist City Corner, wird es genannt. Wir haben aber eine Pizzeria. Wir haben einen Fahrradshop dabei und wir haben einen Bus mit dabei. Und ich muss sagen, diese City-Zeit von 2009, die hat mir einfach unglaublich gut gefallen. Auch was die Fahrzeuge angeht, was die LKW angeht, was die ganzen Autos und generell die ganzen Themen angeht. Es ist natürlich auch hinten ein Gebäude, was nicht irgendwie geschlossen ist, damit es bespielt werden kann. Aber diese City-Reihe, die ist einfach fantastisch gewesen, wie ich finde. Also das ist für mich so der Peak von der Optik her City, was es so gegeben hat. Natürlich, ich mag auch die Sachen aus den 90ern, weil das halt so meine Kindheit ist, das ist sehr viel Nostalgie. Aber so an sich glaube ich, das sind schon die coolsten Sachen, auch mit den Bussen, mit den Figuren, die nicht überdesignt sein müssen, die einfach diese Stadt so ein bisschen beleben. Das hat mir damals sehr gut gefallen, 2009. Und deswegen kann man diese Sets auch alle super zusammenpacken und sich da irgendwie eine schöne Stadt aufbauen oder eine schöne, ein schönes Diorama, auch für Erwachsene oder sowas, ist das, glaube ich, eine ganz coole Sache. Und vor allen Dingen, es hat auch alles nicht irgendwie, weiß ich nicht, wenn wir ja heute ein City-Gebäude kriegen, kostet das 200 Euro. Also dieser Stadtkomplex oder über 200 Euro. Und das war halt damals nicht so. Natürlich, Inflation etc. Aber das hier ist ein Spielset, wenn das 50, 60 Euro kostet oder so. Oder von mir aus auch, wenn es ein größeres Set ist, 100 Euro, dann passt es. Aber irgendwann ist es dann halt auch nicht mehr so wirklich erreichbar. Und das finde ich halt schade, dass das in der heutigen Zeit immer mehr in diese Richtung geht. In so einem Ranking darf natürlich kein Ritterset fehlen und wir sind hier bei der Castle-Ära von Legos Ritterthemen mit der 7079 und das ist diese Zugbrücke oder ich glaube Drawbridge Defense heißt das Set irgendwie. Passt auf jeden Fall von der Alliteration her ganz gut. Wir haben einige coole Figuren dabei, natürlich sehr prominent und das ist wahrscheinlich auch der Grund, würde ich sagen, warum ich dieses Set ausgewählt habe, denn es gibt ja viele Castle-Sets, die 2009 erschienen sind, ist natürlich der Goldene Ritter. Ich meine natürlich der Jester und so, das ist auch ganz witzig, auch das Skelettpferd oder so. Aber wenn wir ehrlich sind, dieser Ritter ist absolut genial, ikonisch. Ich weiß nicht, ich habe da schon mal drüber geredet, ob es der König sein soll oder ob es der Ritter des Königs, sage ich mal, sein soll. Aber es ist eine fantastische Minifigur, die, glaube ich, jedes Kind damals absolut gefreut hat, das in der Sammlung zu haben. Ist tatsächlich auch eine relativ teure Figur, wenn man die irgendwie einzeln kaufen möchte, muss man da schon ein bisschen was für bezahlen. An sich aber habe ich ja auch schon mal ein Video über diese ganze Castle Fantasy Ära gemacht. Gefällt mir tatsächlich immer und immer besser, vor allen Dingen, weil man es sehr gut mit Herr der Ringe kombinieren kann, weil es ein bisschen mehr Fantasy ist, weil es nicht so standardmäßig in Anführungszeichen Ritter ist, was ich aber ja eigentlich auch ganz gerne mag. Deswegen generell dieses Thema ist ein super Thema und vor allen Dingen die Figur macht dieses Set, glaube ich, sehr besonders. Und was ich eben über City gesagt habe mit den Häusern, kann man bei Creator 1 zu 1 fortsetzen. Die Creator-Häuser von damals, auch darüber habe ich schon mal ein Video gemacht, waren fantastisch. Die 6754 ist natürlich auch eins dieser Sets, wo man sagen kann, ja, es ist ein geschlossenes Haus, man kann das irgendwo hinstellen. Man hat dann die Möglichkeit, mehrere davon theoretisch zu kaufen, um verschiedene Häuser zu haben. Man kann das zu den anderen Häusern dazu packen, die es ja davor auch gab und die es teilweise danach noch gab. Das ist Creator, was ich einfach großartig finde. Und das ist heutzutage einfach nicht mehr so. Wir bekommen, wenn wir überhaupt mal Häuser bekommen, erstmal natürlich keine Baseplates. Baseplates sind so irgendwie etwas, was langsam ausstirbt. Und wir bekommen vor allen Dingen keine geschlossenen Häuser. Ich weiß, für Kinder, für Creator und so, es ist immer schön, dass die damit spielen können. Aber es gibt vielleicht auch Kinder, die sich halt eine Stadt aufbauen wollen und die jetzt nicht irgendwie immer ein Modular Building haben wollen und da eine riesengroße Stadt haben wollen, sondern vielleicht ein bisschen kleiner. Und dafür waren, glaube ich, diese Creator-Häuser einfach ideal geeignet. Und das ist halt ein bisschen schade,
dass es das nicht mehr gibt. Denn ich weiß nicht, wie viel Kosten es schlucken würde, jetzt die Häuser wieder alle zuzumachen. Vielleicht zu so sagen, okay, wir machen jetzt halt etwas, was super gut verwendbar ist für kleine Kinder, aber was man vielleicht auch als Diorama-Möglichkeit benutzen kann oder für seine Stadt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so teuer wäre. Ich weiß nicht, wie da irgendwie die Umfragen bei den Zielgruppen sind, ob das einfach nicht gewollt ist oder so. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber es ist nun mal leider so, wenn ihr irgendwie coole Lego-Häuser haben wollt, guck einfach mal auf eBay. Diese ganzen älteren Creator-Häuser, die sind teilweise wirklich relativ günstig und man hat wirklich ein cooles Set dafür. Also da würde ich auf jeden Fall an eurer Stelle mal gucken, wenn euch das so interessiert, weil die heutigen, das sind halt Fassaden und die haben halt auch keine richtige Spieltiefe. Das muss man auch einfach ganz klar sagen. Auch sehr oft schon von mir erwähnt ist der Toy Shop, der winterliche Spielwarenladen, und das passt natürlich perfekt zur Weihnachtszeit. Ich mag dieses Set tatsächlich ganz gerne. Es gab davon natürlich auch nochmal ein Remake, aber das Original ist von 2009. Auch hier haben wir natürlich wie immer eine Fassade. Das ist aber bei den Winter Village Sets, meine ich, schon immer so gewesen. Das sind halt auch Sachen, die kann man sich auch als Diorama hinstellen. Und ich glaube, wenn man da so einen ganzen Marktplatz dann irgendwie hat, irgendwie mit verschiedenen Szenerien oder sowas. Das passt, glaube ich, immer ganz gut. Und das finde ich auch cool, dass das so eine Tradition ist, die bis jetzt noch nicht eingebrochen ist. Also, das haben sie irgendwann mal gestartet und das läuft bis heute. Wenn man von Anfang an dabei war und sich jedes Set davon gekauft hat, dann hat man irgendwann eine riesengroße winterliche Welt, kann die vielleicht parallel von seiner eigenen Stadt aufbauen. Und dazu sind diese Sets, glaube ich, ideal geeignet. Dass die teilweise natürlich absolut teuer geworden sind, diese älteren vor allen Dingen, das ist ein bisschen schade. Deswegen würde ich mir vielleicht auch wünschen, für Fans, die erst später dazugekommen sind, dass es davon vielleicht mal Remakes oder sowas gibt, die eins zu eins vielleicht wieder rausgebracht werden. Aber das ist ja immer schwierig. Nichtsdestotrotz, das ist ja nicht das Problem von diesem Set. Deswegen verdient auf Platz 4. Auf Platz 3 haben wir tatsächlich ein Modular Building, und zwar die Feuerwache. Und wenn man nur Rankings kennt, der weiß auch, dass ein Modular Building nicht automatisch immer sofort in einer Rangliste mit dabei ist. Aber ich finde einfach dieses Set wunderschön. Also dieses Gebäude vor allen Dingen. 1932, ich weiß nicht mehr genau, was es damit auf sich hat, aber generell mag ich auch diesen Stil von diesen älteren Häusern ganz gerne. Und so eine ältere Feuerwache ist natürlich großartig. Ist natürlich auch eins der größeren Modular Buildings, gerade von den älteren. Ich weiß gar nicht mehr, was es gekostet hat. Ich glaube 170 €. Es war, glaube ich, so ähnlich wie wie das Rathaus, wie die Stadthalle. Egal, können wir sowieso vergessen. Die UVP ist mittlerweile deutlich, deutlich teurer geworden. Aber für damalige Verhältnisse gab es natürlich auch schönen Innenraum, sage ich mal. Also Kühlschrank hier, man kann hier so eine kleine Tischtennis- oder Pingpongplatte sehen, irgendwie ein Sofa, wo man chillen kann. Da gab es noch so eine kleine Küche und sowas. Finde ich einfach großartig. Und vor allen Dingen auch, wie die damit umgegangen sind. Ich meine, ihr seht dieses Zaunelement hier, das ist einfach dann eine ganz normale Leiter für den Rettungswagen oder für den Feuerwehrwagen. Finde ich eine super coole Sache und das ist, glaube ich, ein Highlight, wenn man das irgendwie in einer Reihe stehen hat mit den anderen Modular Buildings. Dann sticht das, glaube ich, generell noch mal ein bisschen mehr heraus, auch mit der Glocke oben drauf. Deswegen, dieses Set ist einfach fantastisch, wie ich finde. Knapp an Platz 1 vorbeigehuscht ist der mittelalterliche Marktplatz von 2009. Ich weiß, wir haben ja im Jahre 2024 einen mittelalterlichen Stadtplatz, glaube ich, bekommen. Aber ich glaube, nach wie vor ist das hier das beste Set, was für dieses Thema Gebäude und sowas im Mittelalter jemals rausgekommen ist, würde ich sagen. Also ich finde, das ist immer noch ein bisschen ikonischer. Ich weiß nicht, wie das in ein paar Jahren ist dann mit dem Stadtplatz, aber mir haben diese Gebäude sowieso immer sehr gut gefallen. Wir haben hier viele Tiere dabei. Wir haben zwei von den Kühen mit dabei, was auch tatsächlich nicht selbstverständlich ist, gerade wenn man die heutigen Sets alle anguckt. Ein Haufen von normalen Figuren in Anführungszeichen, natürlich auch zwei Ritter irgendwie, die für Ordnung sorgen sollen. Aber ich finde einfach dieses Design, nicht nur von dem ganzen Set, auch von der Box, das ist einfach so ikonisch gewesen. Deswegen, es hat nicht ganz für Platz 1 gereicht, aber wenn ich dieses Ranking nochmal irgendwie in ein paar Jahren machen würde, ich glaube, da könnte es auch durchaus sein, dass das halt dann auf Platz 1 ist.
Nichtsdestotrotz natürlich ein absolut fantastisches Set, was leider auch eine Problematik hatte mit den braunen Teilen, die dann irgendwann wegbrechen, weil da gab es aber eine katastrophale Qualität irgendwie, als die neuen Farben eingeführt wurden. Gerade beim Braun, das ist natürlich nicht so schön, gerade wenn man sich das Set vielleicht wirklich original verpackt kauft, das dann aufbaut und dann merkt man, oh, die ganzen Steine brechen weg. Da hat man natürlich dann auch keine Garantie mehr irgendwie von Lego oder so. Das ist ein bisschen schade, aber an sich trotzdem ein wirklich fantastisches Set. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ist Platz 1? Platz 1 ist meiner Meinung nach der beste Lego-Zug, vielleicht sogar der beste Klemmbausteinzug, den es jemals gegeben hat. Der legendäre Emerald Knight. Das ist natürlich dem Punkt geschuldet, dass ich persönlich sehr, sehr gerne Dampflokomotiven mag, weil ich das auch immer ein bisschen Wilden Westen und sowas verknüpfe und das ist halt etwas, was mir generell sehr am Herzen liegt. Ich finde, die Farbe ist absolut genial. Der Waggon, den hat man so auch schon mal gesehen. Es könnte durchaus auch einfach ein Modell sein von einer Trickseisenbahn oder so, irgendwie sowas. Also das ist so gut gemacht, wie ich finde. Gerade auch mit den ganzen Verzierungen, das sind ja alles Prints oder die meisten Sachen davon sind Prints. Und ich finde, der sieht einfach wunderbar aus. Also natürlich, man kann da noch ein paar Waggons oder so zubauen oder sonst irgendwas. Aber das ist schon, glaube ich, so die oberste Stufe, was Klemmbausteinzüge angeht, die es so gegeben hat. Auch natürlich wahnsinnig, wahnsinnig teuer mittlerweile geworden. Vielleicht auch ein bisschen zu Recht, weil es einfach, glaube ich, nichts Vergleichbares davor und danach gegeben hat. Also wir haben natürlich den Orient Express, aber ich glaube, den kann man schwer hier mit diesem Zug vergleichen und sagen, oh ja, der ist besser oder so. Ich finde, dieser Zug ist das Maß aller Dinge und das beste Set aus 2009. Und damit beende ich dieses Ranking. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, wieder mal durch die alten Sets durchzuschauen. Schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare, was eure liebsten Sets sind und welche Sets ihr davon vielleicht sogar irgendwie im Regal stehen habt oder vielleicht sogar noch original verpackt. Das gibt es ja auch. Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns bald wieder. Habt einen schönen Tag und bis bald.